Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Heute wollen wir einmal Steine mit Kräutern bemalen und ein kleines Säckchen für diese nähen. Ich weiß, das klingt erst einmal aufwendig und ja, wozu ist das Ganze auch gut, ne? Du kannst es für zwei Dinge benutzen. Einmal kannst du die Steine in deinen Blumenkasten legen und weißt dann sofort, welche Kräuter da wachsen. Oder aber du kannst es auch als schönes kleines Mitbringsel verschenken oder das Säckchen noch einmal extra für die getrockneten Kräuter nehmen, die du da ja wachsen lässt. Und dann hast du auch noch schöne Duftsäckchen. Ich beginne einmal mit dem Stein und male darauf mit meinem Bleistift einmal vor. Einfach nur, um die Dimensionen besser einschätzen zu können, male ich jetzt mal mit dem Bleistift hier so ein Lavendel vor und dann mache ich das auch direkt schon mit dem Edding, mit einem wasserfesten Edding natürlich. Ich glaube, sind alle wasserfest, oder? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Edding, der hilft jetzt dabei, dass das schön rauskommt, ne? Vielleicht kannst du hier sogar einen dünneren Edding nehmen. Ich glaube, meiner ist ein wenig zu dick gewählt, aber auf der anderen Seite kommt das schön raus, ne? Du kannst hier deine Blätter einmalen und dann male ich auch hier schon die Lavendelblüten und ich habe hier zur Demonstration so ein Lavendelstück hingelegt und kann immer mal darüber linden, wie das denn so aussieht. Lavendel ist ja nun so ganz einfach zu malen, ne? Du malst einfach kleine ovale Blüten ganz viele nebeneinander und dann hast du auch schon Lavendel, ne? So sieht es dann halt aus. Und wenn du noch einmal nachfährst, dann kommt das Ganze noch ein bisschen besser raus, wird noch ein bisschen weißer, weil der Stein ist nun mal dunkel. Du kannst aber auch einfach noch ein paar Blätter an deinen Stängel malen und dann sieht es auch wirklich wie ein Stück Lavendel aus. Auf den nächsten Stein malen wir Dill. Jetzt siehst du, dass ich auch direkt mit dem Edding loslegen kann. Also du musst das nicht unbedingt vormalen. Ich mache das nur bei etwas komplexeren Kräutern. In dem Fall Dill ist ja ganz einfach zu malen. Du hast einen Stängel und dann hast du einfach ganz viele dünne Abzweigungen. Und das war's schon, ne? Also den kann man wirklich ganz, ganz leicht malen. Und auf den dritten Stein malen wir jetzt unsere Minze. Die siehst du hier. Ich lege die mal in die richtige Richtung. Und dann geht es auch schon los. Also ich fange einfach mit dem Stängel an. Ne? Der geht so. Und daran kommen dann jetzt halt meine Blätter. Ne? Ich kann die jetzt nicht ganz so fein malen, wie ich das gerne würde. Schlicht und einfach, weil ich so einen dicken Edding habe. Aber vom Prinzip her, du malst einfach kleine Blätter daran. Und dann diese Blattflasern da rein. Und das war's auch schon wieder. Ja, damit sind unsere Steine auch schon fertig. Hier siehst du mal alle drei. Und ja, ich glaube, der Lavendel kann noch ein paar weitere Blüten vertragen. Deswegen male ich jetzt hier einfach noch welche dran. Also du siehst, du kannst auch immer noch weitere dazu malen. Auch überhaupt kein Problem. Und ja, hier ist ein bisschen frimmelig, ne, weil das oben etwas spitzer zugeht. Also es ist durchaus auch entscheidend, was für einen Stein du benutzt. Thank you.
und jetzt geht's auch schon los mit unserem Säckchen. Ich nehme jetzt einfach mal den Stein des Lavendel, weil ein Lavendelsäckchen ist natürlich was Schönes. Das kann ich auch hinterher einfach in den Schrank legen oder in mein Kopfkissen stecken. Und hier siehst du, das muss ungefähr 11 x 11 cm haben. Diese 11 x 11 cm werden jetzt auf dem Stoff abgetragen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass das Ganze gerade passiert. Dafür das Lineal auf der einen Seite und das Maßband auf der anderen. Und oben, das werden wir gleich ein bisschen gerade rücken sozusagen. Jetzt wird das Stück Stoff auch schon ausgeschnitten und das Ganze machen wir nochmal auf dem anderen Stück. Ich habe jetzt hier Stoffstücke genommen, die dieses Lila enthalten, passend zum Lavendel. Ne? Das sieht immer ganz schön aus, wenn man das passend wählt direkt, und Lavendel ist nun mal lila, deswegen passt das hier so schön. Und die andere Seite wird in einem einfachen Lila, also komplett, und dann passt das schön zusammen. Das erste Stück ist fertig, deswegen kann ich es jetzt einfach hier auf den Stoff legen und abtragen, damit das genauso groß wird. Und dann schneide ich einfach hier die Fäden ab, damit das schöner aussieht. Schauen wir noch einmal, ob alles auch schön passt. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann wird jetzt oben ein kleines Köpfchen abgetragen. Und das dient dazu, dass hinterher
durch das Säckchen ein Band gezogen werden kann. Das werden wir dann noch häkeln, aber du siehst, jetzt wird 1 Zentimeter von oben umgeklappt und das dann mit der Nadel festgesteckt, damit man das besser nähen kann. Oder halt auch, ja, es geht auch ohne Nadel, ne, wie du siehst. Und dann geht es auch schon los. Ne? Dann nähen wir das hier so ein Stück weit fest, damit wir hinterher noch das Band da durchziehen können. Wenn du es dir ein bisschen leichter machen willst, kannst du auch gerne 1,5 oder sogar 2 cm dafür nehmen. Das macht das Leben leichter, ne? Weil wir hinterher mit der Sicherheitsnadel da durchgehen, dann ist es wesentlich einfacher, weil es ein bisschen breiter ist einfach. Ne? Jetzt messen wir das hier nochmal nach. Ob es auch wirklich überall 1 Zentimeter sind, soll er auch gerade werden. Und deswegen, ja, einfach nochmal messen, nochmal gucken. Das Nähen hat ja sowieso viel mit Messen zu tun, ne? Und da können wir hier einfach nochmal schauen, ob das auch richtig ist. So, jetzt wird einmal vor, einmal zurück und wieder vorgenäht, um das Ganze festzumachen, ne, am Anfang, damit das nicht aufrippelt. Und dann geht es auch schon los. Es sind eigentlich nur gerade Nähte, einfach runternähen und das war es auch schon. Dasselbe machst du auch nochmal mit dem anderen Stoffstück. Ne, hier hat Angelika das Ganze noch festgesteckt gehabt. Du siehst, es geht auf zwei Arten. Einmal mit Nadeln, einmal ohne. Jetzt haben wir hier wieder ohne. Gerade eben war es festgesteckt. Ja, geht alles. Ne? Und nicht das Messen nicht vergessen, dann ist es einfacher. Nachdem jetzt beide Stoffstücke fertig sind, werden diese aufeinander gelegt und nun zusammengenäht. Ne? Drei Seiten werden jetzt wieder einfach mit geraden Nähten runtergenäht. Das schaffen sogar Nähanfänger. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ja, für mich, selbst für mich wäre das nicht allzu schwierig. Und du siehst, Angelika hat hier auch wieder Nadeln genommen. Einfach, damit sie sicherstellt, dass alles glatt aufeinander bleibt. Vor, zurück, vor, wieder, damit das Ganze fest bleibt und einen schönen Abschluss gibt. Und dann geht's auch schon los.
Jetzt wird es etwas fummelig. Wir müssen nämlich das Säckchen umstülpen und da muss man natürlich auch die Ecken schön rausdrücken. Und dann geht es weiter mit der Häkelnadel. Ne? Wir müssen jetzt einfach ein Stück häkeln, damit wir ein Band für unser Säckchen haben. Und du siehst hier genau, wie das funktioniert. Also sind auch ganz einfach die Maschen nur. Aber auch das kriegen selbst wir als Anfänger ohne große Probleme hin. Angelika zeigt das hier nochmal schön und ja, das ist es auch schon. Mehr brauchen wir nicht als Schlaufe für unser Säckchen. Jetzt wird es nochmal ein bisschen tricky, weil jetzt kommt natürlich die Sicherheitsnadel da dran und dann wird das durch das Säckchen durchgesteckt. Und wie ich dir schon eben prophezeit habe, wenn du hier nicht genug Platz hast, dann musst du ein bisschen fummeln. Ansonsten, wenn du da oben ja mehr als 1 cm genommen hast und 2 oder 1,5 zumindest, dann kannst du natürlich deine Nadel sehr viel einfacher da durchschieben. Ja, nun ist unser Säckchen auch schon fertig und du siehst, wie das hinterher aussehen soll. Ne? Das Bändchen ist da durchgeschoben, jetzt liegt der Stein passend da drin und am Ende habe ich auch noch ein bisschen Lavendel da reingeworfen. Diesen Lavendel kannst du natürlich selber trocknen, ne? Also von deinem Lavendel ein bisschen abnehmen, die einzelnen Blüten trocknen lassen und wenn du das gemacht hast, dann kannst du die ganz einfach in dein Lavendelsäckchen stecken und wie gesagt, das kann man dann später schön ins Kopfkissen packen oder auch in den Kleiderschrank, dann duftet alles sehr schön. Ja, und natürlich den Stein kannst du auch benutzen für deinen Balkonkasten oder im Garten, damit du immer weißt, dass du gerade Lavendel angepflanzt hast. Ja, ich hoffe, dir hat unser DIY-Video, Malvideo mit Nähen gefallen und da gibst du uns vielleicht einen Daumen hoch und abonnierst unseren Kanal und vergiss nicht, die kleine Glocke auszuwählen, nämlich dann wirst du immer informiert, sobald wir ein neues Video veröffentlichen. Ich sehe dich im nächsten Malvideo.